Und willkommen zurück zur nächsten Folge World of Warcraft Cataclysm Classic Let's Play mit dem Elishami hat Zeit, dem langsam oder aber sicher das Mana ausgeht. Ja, für mich ist es gerade mal ein paar Sekündchen her. Vielleicht für dich einen Tag wahrscheinlich, wenn du alle verfolgst. Keine Ahnung. Ich hatte beschlossen, dass ich hier an der Abschlussstelle die Quests nicht mache. Ich möchte diese komischen Wühlwürmer dann nicht töten. Das war mir damals schon zuwider. Das habe ich dreimal gemacht. Da musste ich irgendwie noch Höllen, Eber, Lebern, Fohlen oder so. Muss nicht sein. Muss nicht sein. Vom Leveln kommen wir, glaube ich, ganz gut hin. Ich muss hier oben noch ein bisschen was killen. Ich habe noch nicht mal die Höllenfeuer-Zitadelle und die Falkenwacht entdeckt. Da ist noch genug Luft. Und wir sind bald 63. Ich muss nicht mehr alles sehen. Auch wenn es Nostalgie ist, die mich überhaupt erst anleitet, das Spiel zu spielen. Obwohl, was heißt Nostalgie? Cataclysm habe ich nie gespielt. Nimm mal das Traumblatt hier mit. Fliegen wir einmal nach Thralmar und holen uns da ein bisschen was an XP. Was, wann kommen die neuen PvP-Sachen, fragt hier einer. Es gibt, das ist uralt, das ganze Zeug, und es gibt noch so viel zu entdecken. Raus damit! Faszinierend. Möge eure Klinge niemals. Was führt euch hier? Ihr da! Schönen Tag auch! Knacksknöchel. Bleibt gut drauf! Ui. Warum wird die nicht gezeigt, was sich verändert? Weil es genau das gleiche ist. Okay. Stimmt. Echt genau die gleichen Stats? Wild, wild. Schön, dass ich helfen konnte. Da oben im Turm, genau. Oder unten im Turm? Can't remember. Hier sind die Herrenkräuterkunde. So, so. Hoffentlich ist das wichtig. Unsere Zeit wird kommen. Vertraut niemandem. Für Sylvanas. Kräuterkunde 350. Was hatte ich jetzt? 304. Uiuiui. Auf bald. Hier unten ist nichts mehr. Und dann ein paar Orks killen. Okay. Das schaffe ich. Machen wir mal den Norden der Zitadelle hier unsicher. Dann haben wir's. Dann haben wir's. Schlechter Dialekt zurzeit. Also wieder so Kackwürmer unterm Boden. Kann ich die schon töten? Wie stark sind die denn? Wenn hier keine Caster dabei sind, nehme ich hier gleich mal alle. Das lädt immer noch auf.
bin außer Reichweite. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Das lädt immer noch auf. Ich kann es noch nicht wirken. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Hey, wer ist denn da? Hallo? Ich weiß nicht, was schlimm ist, von diesem Höllenorg von... Ich bin zu langsam. Von einem Höllenorg verspeist zu werden oder für diesen Sklaventreiber Razorcrest zu arbeiten. Nun ja, trotzdem vielen Dank. Den haben wir schon mal gleich. Das lädt immer noch auf. Ich kann das noch nicht hören. Nicht bereit. Das lädt immer noch auf. Läuft wieder ewig weit weg. Gehen wir gleich nach Aratius da hoch und dann können wir wieder runter und ein bisschen was killen hier. So ein bisschen Abwechslung. Variatio Delectat. Ja, aber stell dir mal vor, es gibt 50% Erfahrungsgewinn. Wie lange das sonst dauern würde. Deswegen muss ich auch nicht alle Quests machen wahrscheinlich. Aber ist ja alles wegen dem 20-Jährigen gerade, ne? Wenn ich mich nicht täusche. So, wo ist er denn? Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Ich kann das noch nicht wirken. Einmal trinken und dann könnten wir schon, oder? Ist die Elite? Nee. Nö, nö. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Das ist zu weit entfernt. Das lädt immer noch auf. Ich kann das noch nicht wirken. Das lädt immer noch auf. Ich brauche ein Team. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Habe ich doch gar nicht aktiviert, oder? Ach doch, aus Versehen. Gefettfingert. Terrorbestien. Die da. Okay. Ich kann das noch nicht mehr.
Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Das lädt immer noch auf. Ich kann das noch nicht wirken. Das lädt immer noch auf. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Ich kann das noch nicht wirken. Geht um einiges schneller. Ich kann das noch nicht tun. Das lädt immer noch auf. Ich kann das noch nicht wirken. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Ich kann das noch nicht wirken. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Wie viele? Noch eine. Dann killen wir noch, was ist denn da? Die Falkenwacht. Lass uns noch den Kroon-Rückenbrecher finden. Und dann auf dem Rückweg die zerschmetterte Hand. Shattered Hand heißt es, oder? Shatterhand, okay. Holen. Oder killen. Was machst du da oben? Makar. Ach, das sind... Oh, okay. Da gibt es die Makar-Orks. Die muss ich ja noch freischalten für Retail. Machen wir so. Tschup. Der Leichnam stimmt mit der Beschreibung von Kroon Rückenbrecher, dem Assassinen der Höllenfeuer, zitterte er überein. Als sie den noch warmen Körper umdreht, erblickt ihr eine Steinaxt, die in seinem Rücken steckt. Ihr zieht die Steinaxt aus dem roten Körper, um sie eingehender zu untersuchen. Irgendetwas an der Verarbeitung der Axt ist ungewöhnlich. Sie scheint orkischen Ursprungs zu sein und dennoch besteht sie aus einem Material, das ihr noch nie zuvor gesehen habt. Nazgrel wäre bestimmt daran interessiert, die Axt weiter zu untersuchen. Dann soll er diese Gelegenheit doch bekommen. Und das Cell Full AFK Boost 70 bis 85. Gildenbanner 3 Charakter Level 1 der Gruppe. 50% extra XP. 5 bis 6 Millionen XP pro Stunde. Kranker Scheiß. Ich wollte doch auf Rückweg die blöden Orks killen. Mann, Hauptsache lesen, Flo. Der Name Todesbengel statt Todesengel finde ich auch gut. Kleiner Schmunzler.
So, und hier will ich jetzt einmal mal den hier rein. Und den noch mal dazu. Der hält schon ein bisschen was aus, oder? Und los. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Ab und zu darf man mal einen Tank dabei haben. Wie lange ist der da? 2 Minuten. Ne, schaffe ich alleine. Passt schon. Das lädt immer noch auf. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Also sind die geheimen Pläne der... Muss ich die Lesebrille mitnehmen, oder? Boah, vielleicht fehlt mir eine Quest. Ich kann das noch nicht wirken. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Haben wir sie alle? So. Einmal zielen. Was gab's denn dann hier unten unter der Höllenfeuerzitadelle? Da war doch der dicke Boss. Hier drin. Da gab's einen Dungeon und den Raid-Boss, oder? Wann fand ich das Raiden cool? Damals noch ein. Nur TBC. Keine Ahnung, wie es jetzt ist. Hallo. Denk dran. Geduld und Disziplin. Der Schildhand. Nö, aber die XP nehme ich gerne. Ja, okay. Sieg für Sylvanas. Dann sind wir gleich 63. So. Raus damit! Seid sicher! Vorwärts zum Sieg! Wie ihr wisst, steht der Kriegshäuptling aus ganzer Kraft hinter dieser Expedition und das aus gutem Grund. Dies ist unsere Heimatwelt, hier liegen unsere Wurzeln. Diese Reise hat für Orks und Blutelfen gänzlich unterschiedliche Bedeutung. Für sie ist es die Suche nach dem gelobten Land, für uns ist es die Rückkehr in unsere lange verlorene Heimat. Mir fehlt noch was. Die Reise hat für Orks und Blutelfen gänzlich, das haben wir schon. Wer auch immer diese Axt gefertigt hat, ist mit den alten Traditionen vertraut. Wir müssen Kontakt zu ihnen aufnehmen. Die Angelegenheit ist so wichtig, als dass wir reguläre Methoden des Aufspürens verwenden. Zeigt Scharfseherin Rigulkutsch die Waffe. Sie wird wissen, was zu tun ist. Kraft für die Horde. Alle kommenden Generationen werden diesen Tag bejubeln. Hat Zeit. Sie werden von eurem Heldenmut singen. Ich wünschte, Thrall wäre hier, um diesen Sieg mit uns zu feiern. Die Legion liegt am Boden und die Höllenfeuer-Halbinsel gehört wieder der Horde. Vielleicht besteht doch noch Hoffnung für diese verwüstete Welt und unser Volk auf ihr. So. Um 120. Könnte dick sein, ne?
Maximale Gesundheit 900. Auch okay. Aber ich nehme die Zaubermacht. Was macht denn hier das Waffenverzauber-Dingsi? Nee, irgendwas macht Zaubermacht. Ich nehme sie einfach. 1,30 abklingt, hat ist ja gar nichts. Zacko. Für die Horde. Für wen sonst? 50% Zaubermacht Boost. Nice. Das ist schon dick. Das muss ich mir glatt. Der Magen ist jetzt weg. Auf die C4 packen. Okay. Ehre den Zindorai. Der Tag der Abrechnung wird kommen. Neuer Skillpunkt. 3 Sekunden. 10 Casts, 30 Sekunden. Ich weiß nicht, ob das Quatsch ist, vielleicht. Stattdessen könnte ich hier eins wegtun, hier dazu tun, hier könnte ich eins dazu tun. Ja, keine Ahnung. Du musst hier quasi alles voll machen. Seltsam. Windstoßabklingzeit ist natürlich schon auch was Cooles für die Caster, ne? Ah, okay. Wenn ich 31 hier verteilt habe, dann geht das hier auf. Elemente entfesseln. Uiuiui. Hier fürs Tod und damit das mal erledigt ist. Oh, ich hab Post. Ist ja auch ein Postkasten. Am Gasthaus. Vielleicht haben wir was verkauft. Grüße. Geht mit der Erdenmutter. Wir sehen uns wieder. Selbst die Sinne unserer besten Spürwölfe können sich irren, hat Zeit. Die Geister jedoch haben eine andere Sicht auf die Welt. Das Wesen, welches ihr beschwören werdet, wird die von euch gesuchte Person ausfindig machen. Denn es spürt nicht den Geruch des Gesuchten hinterher, sondern seiner Essenz. Geht jetzt, Schamane, nehmt dieses Tote mit euch und benutzt es am Ort, wo ihr die Steinaxt gefunden habt. Habt günstige Winde. Besitzzertifikat. Da, 33 Gold, schön. Danke. Okay.
Okay. Was soll ich denn mit dem ganzen Stoff machen? Hätte ich auch verkaufen können. Im A. So, eins weiter. Da ist eine Instanz. Lass mal reinhüpfen. Na, was wird denn das so lange dauern? 60 Elite. Sprecht! Für die Horde! Sieg! Kraft! Dabu, leb wohl! Für die Horde! Dabu! Können wir die killen? Leb wohl! Das lädt immer noch auf! Dieser Zauber ist noch nicht bereit! Ich kann es noch nicht killen! Wahrscheinlich alle 10 Minuten einen. Ich kann das noch nicht mehr. Mein Schild ist weg. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Immer gut, da hinten zu sterben, du Arsch. Steingerlist Stockton. Ja, pull ihn mal. Ich halte an dich einfach. Ne, es ist er hier. Okay. Anstrengend. Spätestens da hinten wird es nichts mehr. Naja, aber war cool, mal so einen Ausflug zu machen. Ja, kann ich denn jetzt hier? Nee. Geht natürlich nicht. Egal. Kann ich den jetzt... Jetzt bin ich im Höllenfeuerbecken. Kann ich das jetzt machen?
Psychic Rüstschamane, wenn ihr erlaubt, möchte ich euch daran erinnern, dass mir wahrscheinlich Wächter des Höllenfeuers auf den Fersen sein werden, während ich mich auf die Magien der Höllenfeuerzitadelle abstimme. Seid also ein aufrechtes Mitglied der Horde und spielt die Rolle des Helden. Ich kann das noch nicht wirken. So. Das machen wir hin da. Das ist zu weit entfernt. Ist der echt PvP oder wie? Was vergessen. Und fertig? Ich glaube schon. Wir fliegen mal zurück zum Gasthaus. Oh. Sogar im Sitzen knacken meine Knochen. Puh. So, 16:30. Jetzt packen wir das alles noch in DaVinci. Dann haue ich wieder ein paar Videos auf die Release-Liste. Jetzt. Die dunkle Fürstin schütze euch.
niemandem. Unsere Zeit lass wird kommen. Ja. Zeig mir den mal. Oh, süß. So ein kleines Stück Fleisch. Loktar, möge eure Klinge niemals stumpf sein. Vorwärts zum Sieg. Blaues Gier ist immer gut. Aber wir wechseln hier von Blau zu Blau zu Blau. Zwar in, zwar Wille Ausdauer, aber dafür kein Crit. Die ist cool für Schürkis oder so, ne? Mal kurz. Seid sicher. Das dachte ich gerade, ich wurde angeflüstert, aber war das der dämonische Kalibrator oder so. Mit einer sehr bunte Seele, aber etwas zu hell für meinen Geschmack, sonst wäre ich länger geblieben. So, Mr. Chair kommt online, interessant. Erwischt. Ja. Kraft und Ehre. Ich habe keine Abzeichen. Na gut, zum Sieg. Ab ins Gasthaus. Was ist? Ingenieur? Edelstein, Bergbau, Zauberer. Okay. Fürchtet die Lebenden. Ja, ihr Lieben. Das soll erstmal reichen für heute. Interessant, was hier für Musik läuft. Das ist fast wie meine Playlist. Das ist Original. Original WoW. So, ich bin ganz schön datschig gerade im Kopf. Meine Augen sind ein bisschen verwirrt. Mein Kopf, ich bin im Hardcore-Game-Sucht-Modus gerade. Genau, ich habe eh schon alles gesagt. Vielen Dank fürs Einschalten und morgen oder wann auch immer du es siehst und die nächste Folge anschaust, heißt es dann wieder, hat Zeit, der Ele-Schamane mit mir fällt kein cooler Spruch ein. Ich wünsche dir einen schönen Abend, schönen Tag, schönen guten Morgen und so weiter und so fort. Bis zum nächsten Mal. Hab eine gute Zeit. Hat Zeit, hat sie nämlich. Ciao, ciao.